Hallo und herzlich willkommen zum YouTube-Kanal des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie. In diesem Video werden wir auf das Thema Influencer-Marketing und deren Einfluss auf Kinder und Jugendliche eingehen. Hierzu werden wir zunächst die spannende Frage klären, was Influencer-Marketing konkret bedeutet und worin die Besonderheiten liegen. Wir wollen euch auch zeigen, warum gerade Kinder und Jugendliche in dem Zusammenhang schutzbedürftig sind. Anschließend gehen wir auf den Schutz vor möglichen negativen Auswirkungen des Influencer-Marketings ein. Fangen wir vielleicht erst einmal damit an, was Influencer-Marketing überhaupt ist. Influencer-Marketing ist eine weit verbreitete Werbeform in Deutschland, die rund 80% der Unternehmen für ihre Werbezwecke nutzen. Hierbei handelt es sich um eine Form des Online-Marketings, bei der Unternehmen bestimmte Influencer für ihre Werbekommunikation aussuchen. Diese präsentieren dann die Marken der Unternehmen in Form von bezahlten Produktplatzierungen. Ein Influencer zeichnet sich durch seine Popularität auf einer Social-Media-Plattform aus, wie zum Beispiel YouTube oder Instagram. Meistens handelt es sich um Personen mit einer hohen Reichweite, die vorher schon prominent waren, wie zum Beispiel der Fußballer Cristiano Ronaldo. Andere sind erst durch ihre Social-Media-Kanäle bekannt geworden, wie zum Beispiel die Fitness-Influencerin Pamela Reif. Influencer gewähren auf ihrem Social-Media-Kanal regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben und teilen Lebensereignisse. Eine wichtige Rolle spielen hierbei die Follower. Das sind Personen, die den Influencern auf den Social-Media-Plattformen folgen. Diese können durch die Meinungen des Influencers beeinflusst werden. Und genau das macht Influencer-Marketing aus. Doch wie wirkt Influencer-Werbung überhaupt genau auf die Werbeempfänger? Und was ist so besonders an dieser Werbeform? Das Besondere an Influencer-Werbung ist, dass eine kontinuierliche Interaktion zwischen den Followern und den Influencern besteht. Die Follower fühlen sich direkt von den Influencern angesprochen. Prominente Vorbilder erschienen nämlich eigentlich unerreichbar. Aber durch ihre Social-Media-Kanäle sind sie plötzlich greifbar. Die Influencer wirken nicht mehr wie fremde Personen, sondern eher wie Freunde, mit denen man auf der Plattform interagiert. Dies ermöglichen zum Beispiel Live-Chats oder die Möglichkeit, seinen Vorbildern Nachrichten schreiben zu können. Die freundschaftliche Beziehung zum Influencer sorgt dafür, dass eine Vertrauensbasis und Verbundenheit zu diesem besteht. Man wird dadurch automatisch aufmerksamer, wenn man mit den Werbeanzeigen seiner Vorbilder konfrontiert wird. In traditionellen Werbekanälen, wie zum Beispiel dem Fernsehen, ist Werbung meist deutlich zu erkennen. Influencer dagegen integrieren ihre Werbung in eine persönliche Geschichte. Follower haben also gar nicht das Gefühl, sich Werbung anzusehen. Dadurch werten sie die Aussagen des Influencers über ein bestimmtes Produkt als freundschaftlichen Ratschlag. Dadurch kann eine Marke positiv und lange in Erinnerung behalten werden, wie aus einer Studie der Business and Information Technology School aus dem Jahr 2016 hervorgeht. Traditionelle Werbung dagegen wird direkt aus dem Gedächtnis selektiert. Die Einflüsse dieser Marketingstrategie sind nicht zu unterschätzen. Vor allem nicht, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Gerade Kinder und Jugendliche zählen zu einer schutzbedürftigen Gruppe, wenn sie Social-Media-Plattformen nutzen. Laut einer Studie der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2016 ist die Werbe- und Medienkompetenz von Kindern nicht mit der eines Erwachsenen gleichzusetzen. Vor allem im jungen Alter sind versteckte Werbeanzeigen auf Social Media schwer zu erkennen. Somit sind Kinder und Jugendliche auch anfälliger, sich von derartigen Werbestrategien beeinflussen zu lassen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren und Frauen und Jugend fordert, dass diese Zielgruppe online vor Gefahren geschützt ist. Sie müssen nämlich noch lernen, mit Risiken auf Social Media umzugehen. Die Schutzbedürftigkeit dieser Gruppe kommt insbesondere bei Werbung für schädliche Produkte zum Ausdruck, zum Beispiel Diätprodukte, die sich auf die Gesundheit auswirken können. Die Northwestern University hat herausgefunden, dass die manipulativen Werbeanzeigen von Influencern dazu führen können, dass sich junge Follower sogar nach genau diesen Produkten sehen. Wenn die Werbung des Influencers sehr überzeugend ist, ist der Wille, ein Produkt zu kaufen, so stark, dass man nicht widerstehen kann. Alles andere, wie die Risiken des Produkts, wird dadurch zweitrangig. Wie man in den Beispielen sieht, wird für Zahnmedizinprodukte, Süßwaren oder Diätshakes geworben, ohne auf die Nachteile des Produkts hinzuweisen.
Wenn sich Influencer ihrem großen Einfluss nicht bewusst sind und unbedacht handeln, kann genau das eine Gefahr für Kinder und Jugendliche darstellen. Gerade bei dieser Werbeform. Es ist schwierig, zwischen Werbungen und reinen Empfehlungen zu unterscheiden. Daher gibt es in Deutschland für jegliche Medien, in denen Werbung präsentiert wird, ein sogenanntes Kennzeichnungsgebot. Das Kennzeichnungsgebot verlangt, dass Werbung leicht als solche erkennbar und von sonstigen Medieninhalten unterscheidbar sein muss. Konkret dient dieses Gebot also dem Verbraucherschutz. Damit möchte man den Verbraucher vor einer möglichen Irreführung durch getarnte Werbung schützen und seine Entscheidungsfreiheit bewahren. Die Entscheidungsfreiheit ist nämlich immer dann bedroht, wenn Werbung entgegen der gesetzlichen Vorgaben nicht als solche kenntlich gemacht wurde. Der Verbraucher könnte nämlich sonst davon ausgehen, dass er nicht werbliche Inhalte konsumiert. Wie sieht es also aus, wenn ein Influencer auf einem Social-Media-Kanal Werbung für ein Produkt macht? Muss dieser Post auch immer als Werbung gekennzeichnet werden? Diese Frage ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Zunächst kann man sagen, dass der Influencer seine Posts dann als Werbung kennzeichnen muss, wenn es sich erstens um einen gewerblich betriebenen Kanal handelt und zweitens eine Werbeabsicht des Influencers vorliegt. Eine Kennzeichnungspflicht besteht also, wenn der Influencer in Absprache mit einem Unternehmen Produkte in seinen Beiträgen postet und seine Erfahrungen teilt und dazu noch eine Vergütung erhält. Der Influencer darf dann zum Beispiel die beworbenen Produkte behalten oder wird für die Werbeanzeige bezahlt. Der Gesetzgeber schreibt dann bei Influencer-Werbung eine Kennzeichnung mit den Worten Werbung oder Anzeige vor. Mit der Kennzeichnung können Verbraucher also immer genau erkennen, wann ein Influencer gerade Werbung macht und können so geschützt werden. Neben der Kennzeichnungspflicht gibt es aber auch noch andere Regelungen, die den Verbraucher vor möglichen Risiken schützen sollen. Richten wir unseren Blick mal nach Norwegen. Hier gibt es weitere Vorschriften, die ein Influencer auf seinem Social-Media-Kanal beachten muss. Konkret müssen Influencer sogar retuschierte Fotos kennzeichnen, um dem verzerrten Körperbild von Jugendlichen entgegenzuwirken, das auf Social-Media-Kanälen verbreitet wird. Welche Schlüsse können wir jetzt daraus ziehen? Wir haben gesehen, welche Vorteile Influencer-Werbung hat, aber auch, dass negative Einflüsse dieser Werbeform bestehen. Letztlich können wir sagen, dass die größte Verantwortung über den eigenen Social-Media-Kanal jedoch jeder Influencer selbst trägt. Neben den gesetzlichen Vorschriften könnten Influencer vielleicht auch bei der Vermarktung eines Produkts schon auf mögliche Risiken hinweisen und so junge Zielgruppen informieren. Unternehmen selbst könnten zusätzlich für bestimmte Produkte Altersempfehlungen einführen. Auch Eltern könnten proaktiv handeln. Sie könnten zum Beispiel die Medienkompetenz ihrer Kinder fördern. Sie sollten offen über Risiken sprechen, das Kind besonders am Anfang begleiten und vor allem den Überblick über die Social-Media-Nutzung behalten. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Dann würden wir uns sehr über ein Like freuen. Wenn ihr noch weitere interessante Videos zu wirtschaftlich relevanten Themen sehen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal.